Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Mein Name ist Martin und wir spielen eine Runde Dreads Frontier. Dreads Frontier ist ein Motorradspiel des bekannten Trials Reihe, aber auf dem Handy. Das heißt, ich nehme hier gerade auf meinem Handy dieses Spiel auf. Es läuft doch relativ flüssig im Hauptmenü. Ein bisschen gespielt habe ich schon, also ein paar Sachen habe ich schon gemacht, weil der Anfang eigentlich relativ langweilig ist. Und wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht. Hier haben wir gerade ein Upgrade gemacht. Schauen wir mal, was der Kartograf möchte. Du, mein Freund, bist der Traum eines jeden Kartografen. Der nächste Halt auf unserer Jagd ist ein romantischer Ort namens Mondscheintürme. Gut. Also wie man hier sieht, das bisher habe ich schon gemacht. Mondscheintürme. Und da geht es jetzt weiter. Dings, Rennen starten und los geht's. Schauen wir mal. Sled. Jetzt. Ach so, Sled Shift, die also dabei, dein mieses kleines Motorrad aufzupimpen. Na, das wird bei weitem nicht reichen, um es mit mir aufzunehmen. Verschwinde, Loser. Ja, das ist der Bösewicht. Guck mal. Gegen ihn aber keine Chance, aber es geht ja erstmal nur darum, die Strecke zu meistern. Gegen den haben wir irgendwann später eine Chance. Gegen den Butch. Der soll damals auch, so wie ich, in der Geschichte in dem Dorf aufgetaucht sein und anfangs geholfen haben. Hat aber dann ist er eines Morgens mit dem ganzen Hab und Gut der Leute abgehauen. So. Gut. So, Medaille, ja. Jetzt kann man mal gucken, welchen Platz wir belegen. In der Top 10 für Cheer und in der Top 38 da. Gut. Jetzt drehen wir mal. Gut. Okay. Mission abgeschlossen. Die Mondscheintürme sind eine wundervolle Gegend, nicht wahr? Stell dir nur vor, wie es früher mal ausgesehen haben muss. Gut, jetzt haben wir drei weiter. Die linke hat irgendwas mit Turnieren zu tun. Der rechte ist der Dings. Der Tuner, sag ich jetzt mal, der Mechaniker. Und hier, diese Person ist die Salonbesitzerin. Ein Fünkchen Wahrheit. Seit du in der Stadt bist, besteht Hoffnung, dass Butch eines Tages vor Gericht gestellt wird. Wir haben einen Plan, wie man ihn finden kann. Aber wir brauchen noch dazu einige Teile. Kannst du für mich einen Auspuff besorgen? Ja. Wähle die Weltkarte, dann können wir nach Auspuff suchen, den ich benötige. Okay, Weltkarte. Auf jeder Strecke kannst du unterschiedliche Teile verdienen. Wähle Steinwüst und sieh dir die Streckeninfo auf der rechten Seite an. Wichtige Missionen werden mit einem Ausrufezeichen markiert. Da ist der Auspuff. Und da muss man hin. Gut. Hier bin ich schon gefahren, hier bin ich. Ich schaff den noch irgendwie. Ja. Los. Und los. Perfekt. So. Ja, gut. Ja, jetzt. Und. Ist erstmal jetzt in nächster Zeit, dass so ein kleines Projekt werden auf meinem Kanal. Da ja jetzt lange Zeit nichts kam. Aufgrund von Zeitproblem und alles andere, jawohl. Aber jetzt soll das eigentlich wieder vonstatten gehen. Mission abgeschlossen. Gott sei Dank gibt es noch ein paar Überreste, wie zum Beispiel diesen Auspuff. Glückwunsch, Mission abgeschlossen. Du hältst 50 Fahrerpunkte. Der kleine Junge der Aktion ist unser größter Fan. Bei dem sollen wir irgendwelche Tricks machen. Wir gucken aber mal. Na gut, wir machen den mal kurz. Stuntman. Ich hörte, dass du alles dann selbst machst. Ich hörte, du machst alles dann selbst. Das ist Wahnsinn. Fahr zur Pike Allee und zeig mal ein Rückwärtssaldo. Das wäre so cool. Ich bin bester Vorleser auf Welt. Lehne dich in der Luft zurück und mache ein Rückwärtssaldo. Wir sollen genau ein Rückwärtssaldo machen. Zack. Kannst du mehrere machen, glaube ich.
Du musst aufpassen. Jetzt hier nochmal ein. Da will er noch verschiedenes anderes. Zum Beispiel fahre eine Rennstrecke, mache 4 Rückwärtszeitos und crash. Das war knapp. Jawohl. Wir sind abgeschossen. Wow, du könntest ja sogar besser sein als Butch. Ich komme gleich wieder, um noch mehr Tricks zu sehen. Und Level Up. Stufe 5. Machen wir ihn. Bester Freund der Frauen. Nur noch ein Upgrade und ich glaube, wir können es mit Butch aufnehmen. Komm mit in die Werkstatt, wir verbessern den Motor noch einmal. So wie es aussieht, ist die Motorenaufwertung ziemlich teuer, weil dir eine Zündkerze fehlt. Keine Sorge, du kannst fehlende Teile mit einem Edelstein kaufen. Wenn du über die benötigten Teile verfügst, wird die Aufwertung viel billiger. Tippe auf die fehlende Zündkerze in Abtrackbox, um sie zu kaufen. Gut, hab ich. Jetzt aufrüsten. Noch geht das schnell, irgendwann dauert es dann mehrere Stunden. Mit Hilfe von Edelsteinen kannst du dein Motorrad schnell aufwerten. Du brauchst gar nicht geizig mit den Edelsteinen umzugehen. Draußen gibt es jede Menge Möglichkeiten, viel mehr davon zu verdienen. Ups. Gut. Ich glaube, ich kann es trotzdem fahren, selbst wenn man es macht. So. Sehr schön. Du weißt du alles, was man über Motorrad-Upgrades wissen muss. Ich hoffe, ich sehe dich häufiger in meiner Werkstatt. Jetzt machen wir den Stuntmerz. Lehn dich nach vorne und gib Gas. Ich will einen gewaltigen Vorwärtszeit sehen. Rennen starten. Profi-Tipp-Alarm. Wenn du das ganze Rennen neu beginnen möchtest, halt einfach den Neustart-Button gedrückt. Und jetzt zeig uns einen großen Vorwärtssaldo. Oh, 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 oh. Jetzt, ja. Perfekt. Da war eine. Die Strecken sind... Ich wollte gerade sagen, jetzt noch ziemlich einfach. Das war doof. Aber eigentlich noch ziemlich einfach. Später werden die dann richtig schwer. Also da habe ich das noch mal ein ganzes Stück gespielt. Und da habe ich mehrere Probleme gehabt. Dann gibt es ja noch Rennen gegen andere und Zeitrennen. Und es war dann alles ein bisschen kompliziert. Jawohl, ich war am Ziel. Oh Mann, hätte ich das nicht sagen sollen. So. Au. So, mit O und ohne E. Jawohl, aber keine Medaille gekriegt. Jetzt können wir uns das wieder angucken, ob wir da ein paar Plätze aufsteigen. Ein paar steigen wir auf. Top 27 und Top 37. Jetzt können wir nochmal drehen. Und kriegen das. Es wird abgeschossen. Du bist unfassbar. Der Vorwärtszeit, du lebe hoch. Juhu! So, jetzt machen wir noch ein Rennen. Und dann war es das, denke ich mal, von der ersten Aufnahme. Nehmen wir mal den Kartografen. Dächer, noch hatten wir kein Glück bei der Suche nach Butch. Aber keine Sorge, mein Freund. Schauen wir uns mal in der als die Dächer bekannten Gegend um. Die machen wir noch und dann... Denke ich mal, sollte das auch... Oh, verschiebe die aktive Missionanzeige auf der linken Seite, um deine aktuellen Aufgaben zu sehen. Ja, gut. Rennen starten. Und das schaffen wir. Ja, los. Thank you.
Konzentrieren, konzentrieren, konzentrieren. Jetzt. Und perfekt. Wow. Sehr schön. Ja, das braucht sich jetzt mal anzugucken. Und dann drehen wir nochmal. Jawohl. Mission abgeschlossen. Diesmal bist du vielleicht noch nicht auf Batsch gestoßen. Aber je mehr Land wir kartografieren, desto weniger Orte bleiben ihnen, um sich zu verstecken. Belohnung einsammeln. So. Und damit beende ich die erste Folge von Trials. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es wird noch viel mehr kommen im Spiel, dass wir jetzt noch nicht alles noch so gesehen haben. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal, euer Martin. Macht's gut.